Hallo, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir. Ja, also ich habe mir gedacht, wir sprechen heute mal über Shoppen allgemein. Das ist ja immer ein spannendes Thema. Aber man kann da auch sehr viele Fehler machen, muss ich sagen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich habe früher sehr viele Fehler gemacht. Habe dann einfach gemerkt, ich musste einfach was ändern, also mein Kaufverhalten grundsätzlich ändern und habe mir so ein paar Tipps und Strategien einfach zu eigen gemacht und die möchte ich euch heute einfach mitgeben. Vielleicht hilft es ja der ein oder anderen von euch. Und wenn wir bei mir selbst jetzt anfangen, dann ist es einfach so, ich habe in der Vergangenheit einfach gekauft, also ohne nachzudenken, ich bin rein ins Geschäft. Nehmen wir mal an, Mango und gekauft. Ja, also da und da und da, ohne zu überlegen, brauche ich das wirklich? Ja, was schön ist, ist ja alles irgendwie schön. Und kam dann nach Hause mit diesen Tüten und dann hat man es halt verräumt und dachte sich, man hat sich gar nichts gedacht. Also ich habe mir gar nichts gedacht. Und irgendwann wird der Kleiderschrank immer voller, voller, voller. Und trotzdem hat man immer das Gefühl, dass man nichts hat. Also, oder? Mir kam das immer so vor. Ich habe mir immer gedacht, ich habe ja einfach gar nichts zum Anziehen. Ja. Dann stand so eine Hochzeit an oder eine Feier und ich öffnete den Kleiderschrank und habe mir gedacht, ich habe ja nichts zum Anziehen, ich muss ja shoppen gehen. Und ich denke, das geht vielleicht einige von euch auch so. Und ich misste grundsätzlich einmal, ein bis zweimal im Jahr aus. Und da kam jedes Mal ein großer Karton voll Kleidung, also alles, was ich für längere Zeit nicht angezogen habe, das habe ich wirklich partout auf Seite geschoben und dann einfach gesammelt. Und das bekamen dann immer meine Freundinnen oder deren Töchter, die so im Teenageralter waren. Natürlich haben die sich sehr darüber gefreut, dass sie wussten, jetzt kommt wieder eine Ladung von mir. Ich habe mich so ein bisschen wie ein Weihnachtsmann gefühlt, ja, der mit den ganzen Klamotten dazu gekommen ist. Und sie haben es genossen und ich war froh, ihnen da eine Freude zu machen. Aber grundsätzlich war mir natürlich klar, dass es so nicht weitergehen kann. Also ich muss da was ändern. Ich muss. Und habe wirklich mal so mein Kaufverhalten durchleuchtet. Ja, ein bisschen reingestochen in die Wunde. Es ist natürlich nicht angenehm. Da muss man ganz ehrlich zu sich sein. Und einfach mal zu durchleuchten, was mache ich falsch oder sich einfach am Riemen reißen, wieso kaufe ich so viel oder ist das nötig und wie auch immer. Und da kam die große Erleuchtung. Also ich habe wirklich gemerkt, dass ich da so viele Fehler mache. Und und diese Tipps möchte ich mit euch heute einfach mal durchgehen. Den ersten Tipp, den ich wirklich geben kann, ist, dass weniger mehr ist. Das ist einfach grundsätzlich so. Es ist einfach so. Es nützt nichts, den größten Kleiderschrank zu haben. Und wenn man noch mehr Teile hat, dann wird es einfacher. Nein, es ist genau umgekehrt. Es wird immer schwerer. Man findet vieles nicht mehr. Ich hatte auch für immer das Problem. Ich habe mir gedacht, ich habe das gar nicht. Und dabei hatte ich es nur hier irgendwo hinten versteckt. Und man hat dann so viele Sachen anzuziehen und irgendwie hat man trotzdem immer das Gefühl, dass man nichts zum Anziehen hat. Das ist leider so. Also je kleiner der Kleiderschrank ist, umso besser ist es. Viele machen es ja auch so, wenn ich ein neues Teil kaufe, dann kommt etwas weg. Also auch da ein bisschen zu schauen, was macht Sinn und was nicht. Und natürlich ist es auch sehr wichtig, dass man einfach einen guten Überblick hat. Also je kleiner der Kleiderschrank ist, umso übersichtlicher ist die ganze Geschichte und ich sehe gleich, was mit was gut passt. Meistens tendieren wir ja einfach dazu, dass wir immer die 15 gleichen Teile in der Hand nehmen. Ja, vor allem in der Früh, wenn es schnell gehen muss, dann greift man immer zur Lieblingsjeans und zum Pulli, was man ja schon kennt, und zieht das an. Also hat man ja auch nicht Zeit, da lang zu kombinieren. Und die anderen Sachen vergisst man, die hat man zwar da, sehen zwar schön aus, aber man zieht sie ja auch sehr selten an. Und man greift immer zu den gleichen Stücken. Und deshalb macht es wirklich Sinn, da Acht zu geben, was ist schön, aber was ziehe ich denn auch wirklich an oder was ist leicht zu kombinieren. Ja? Also da ist es auch noch eine Frage, brauche ich viele Muster, bleibe ich bei ganz schlichten Outfits und achte ich vielleicht ein bisschen mehr auf die Qualität. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum zweiten Punkt und das ist, in der eigenen Farbfamilie zu bleiben. Ich hatte früher einen Kleiderschrank, der war wie ein Regenbogen, also alle Farben vorhanden. Vielleicht nicht Rot, Gelb und Orange, das sind jetzt nicht wirklich meine Farben, aber ansonsten
Ja, war alles vorhanden. Und das sah zwar sehr schön aus und ich mochte das auch, weil ich Farben eigentlich grundsätzlich sehr mag. Aber ja, also es macht mehr Sinn, wenn man sich von den Farben her wirklich sehr reduziert. In meinem Kleiderschrank zumindest findet man jetzt nur mehr noch schwarz, grau, so im Winter, weiß und beige. Das sind so meine Grundfarben und auf denen kommen dann noch ab und zu ein paar Farbplexe dazu. Das ist so ein Althose, was mir sehr gut gefällt, oder ein Lila oder so ein bisschen Babyblau. Das mache ich auch sehr gerne. Also ab und zu kommt dann so ein Farbtupfer dazu, aber ansonsten versuche ich wirklich so, ja, so neutral wie möglich zu bleiben, weil es erspart Zeit, man ist in der Früh schneller, alles funktioniert mit allem. Schwarz geht mit Beige gut, mit Weiß gut, also da ist einfach die Kombination, gibt es da unzählige Möglichkeiten und man ist auch, ja, man hat eben auch immer das Gefühl, man hat etwas anzuziehen, weil es unzählige, ja, Outfit-Möglichkeiten gibt und man ist auch in der Früh einfach schneller fertig, weil man nicht lang suchen muss. Natürlich kann es sein, dass man mal eine, keine Ahnung, eine rote Jacke sieht, die einem so gut gefällt. Aber da ist es meistens auch oft das Problem, ich kaufe die und denke mir dann zu Hause, ja, was ziehe ich denn da jetzt für Schuhe an? Ja, da kommen noch die Tasche dazu und die Schuhe und dann wird es irgendwann teuer. Also ich versuche dann wirklich, mich sehr zu reduzieren auf die Farben, aber auch auf Teile grundsätzlich nicht zu viele haben und zu schauen, dass wirklich alles mit allem gut kombinierbar ist. Einen weiteren Tipp, den ich geben möchte, und ja, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber es ist wirklich so, alleine shoppen zu gehen. Ja, ich weiß, macht nicht so viel Spaß. Da gebe ich euch natürlich recht. Natürlich macht es mit der Freundin mehr Spaß oder ich nehme auch sehr gerne meine Mama mit. Aber wenn ich jetzt wirklich gezielt was brauche, dann gehe ich persönlich sehr gerne alleine, weil zu zweit heißt dann auch automatisch doppelte Zeit, weil die andere Person findet ja auch noch etwas. Und dann ist es ja auch die Frage, ist die Person auch ehrlich zu mir? Ja, will sie mich nur nicht verletzen? Und ja, es ist auch so, immer so eine Sache. Und kaufe ich dann nicht grundsätzlich auch mehr ein, wenn ich die Freundin mit habe? Und dann gibt es noch diese Verkäuferinnen. Ja, also muss ich wirklich sagen, es gibt gute und schlechte, das stimmt. Aber eine richtig gute, naja, habe ich noch nicht so wirklich entdeckt. Ich danke, also ich lehne höflichst ab, wenn mich jemand fragt oder mich beraten kann. Ich mag das gar nicht. Ich weiß mittlerweile, was mir steht. Natürlich passieren mir auch Fehlkäufe, das ist klar. Aber ich weiß sehr gut, was mir steht. Ich weiß auch, was ich zu Hause noch habe. Also das weiß die Verkäuferin ja nicht. Und ja, und die wollen dann ja irgendwie auch alles andrehen. Also, sagen wir mal ganz ehrlich. Und ja, ich höre das auch immer von Freunden, die dann sagen: Ja, diese Verkäuferin hat mir dann diese Jacke empfohlen, aber ich mag ja gar nicht diese Farbe und wie auch immer. Ich wollte dann nicht gemeint, sondern habe ich sie halt gekauft. Ich habe sie zu Hause, aber ich mag. Also, mir gefällt sie eigentlich gar nicht. Also, das kann sie nicht sein. Also, irgendwo, nein, dann doch lieber alleine oder will ich mit einer Person gehen, die einen gut kennt, die weiß, was einem steht. Und da empfehle ich oft mal auch einen eigenen Partner mitzunehmen. Also, ich nehme schon ab und zu meinen Mann mit. Also, ja, seine Ausdauer ist begrenzt. Also, irgendwann ist Schluss. Aber er ist aber auch wirklich sehr ehrlich und manchmal zu ehrlich, wo ich mir denke, wow, also das könnte man vielleicht ein bisschen netter sagen. Naja, aber zumindest weiß ich, dass er es gut meint und wenn er sagt, das sieht nicht gut aus, dann weiß ich, okay, es sieht nicht gut aus. Aber mittlerweile wissen wir Frauen wissen ja meistens, was uns steht. Oder ja, dann brauchen wir noch vielleicht einen, so einen ganz kleinen Tipp, aber meistens wissen wir es selber eigentlich ganz gut. Den nächsten Tipp, den ich geben kann, ist wirklich auch Klassiker zu kaufen. Natürlich macht man mal den einen oder anderen Trend mit. Ja, jetzt zum Beispiel die Radlerhosen oder Fischerhüte sind ja zurzeit auch ganz angesagt. Aber ich versuche schon tendenziell immer zu den Klassikern zu greifen. Ich sag mal, eine schwarze Lederjacke wird nie aus der Mode gehen. Das ist auch klar. Also da kann man, ist man immer auf der sicheren Seite und das lässt sich auch wunderbar kombinieren. Deshalb macht es schon Sinn, eher auf den Klassikern zu bleiben. Und das habe ich mir jetzt auch, also das nehme ich mir, diesen Rat nehme ich mir auch sehr oft zu Herzen, wo ich dann einfach, wenn ich ein Teil in der Hand halte, dann stelle ich mir immer zwei Fragen. Die erste Frage ist, mit was kann ich es kombinieren zu Hause? Also ich muss dann schon ein bisschen meinen Kleiderschrank ein bisschen im Blick haben und überlegen, was ziehe ich dazu an. Und nicht nur eine Sache, sondern es muss dann mit mehreren Sachen kombinierbar sein. Und die zweite Frage, die ich mir stelle, ist, kann ich es nächstes Jahr noch anziehen? Also will ich es auch nächstes Jahr noch anziehen? Und wenn ich diese beiden Grundsatzfragen für mich einfach mit Ja beantworte, dann kaufe ich es.
dann kaufe ich es. Ja, und der nächste Tipp, den ich auch noch für euch habe, ist, kaufe ich online oder kaufe ich im Geschäft? Mittlerweile muss ich wirklich sagen, dass ich vieles auch online kaufe. Ich habe zwar manchmal ein schlechtes Gewissen, ja, mit diesen ganzen Lieferdiensten, aber es macht ab und zu wirklich Sinn, vor allem wenn ich speziell etwas brauche. Ja. Nehme mal an, ich brauche keine Ahnung, ein Kleid, ist ja egal, einfach ein bestimmtes Kleid, ein weißes Kleid, ein weißes Sommerkleid brauche ich. Und wenn ich dann in die Stadt fahre, dann sehe ich ja nicht nur, also ich gehe in das Geschäft und sehe dann tausend andere Sachen, die mir vielleicht auch gefallen. Ja? Und dann wird man halt dazu verleitet, dass man nicht nur das weiße Kleid kauft, dann wahrscheinlich noch das und das und das. Wenn ich online in meiner Suchmaschine und ich bin jetzt auf einer Modekette und ich gebe da einfach in der Suchleiste weißes Kleid an oder weißes langes Kleid an, da kommen mir genau diese Kleider aus, die sie haben und dann kann ich wirklich für mich entscheiden, mag ich das oder mag ich das nicht. Ich verlasse mich auch sehr viel auf Rezensionen. Das hilft mir auch manchmal. Und bei mir ist es ja so, ich bin ja eine kleine Frau. Das heißt, ich habe immer auch das Problem, dass bei mir alles relativ lang ist, zu lang oder zu weit. Und deshalb hilft es mir zum Beispiel auch, Zalando zu kaufen. Zalando hat so eine eigene Linie, die heißt Zalando Petite. Das ist so für Frauen, die so um die 1,60 sind. Und vor allem Jeanshosen kaufe ich das sehr gerne. Dann muss ich sie einfach nicht kürzen. Und das ist oft wirklich ein bisschen eine lästige Geschichte, wenn man die immer kürzen muss. Und deshalb ist Online-Shopping macht da schon Sinn. Also ich versuche dann schon, nicht jede Woche mir etwas schicken zu lassen, so aus Just for Fun, sondern ich versuche da wirklich mir zu überlegen, wann ich das mache oder ich lasse es dann meistens auch mal im Warenkorb liegen und schaue es mir nächste Woche nochmal an. Dann kommt wieder was weg und was dazu. Und bestelle dann wirklich, wo ich mir so zu so 80, 90% sicher bin, dass so fast alle Teile passen. Also ich bin nicht jemand, der einfach so wahllos hin und her schickt. Also habe ich auch wirklich so ein bisschen schlechtes Gewissen und da achte ich schon ein bisschen drauf. Und ich mache das nicht nur, wenn ich etwas Günstiges kaufe, also erstens mal irgendwo deponieren. Das mache ich vor allem auch bei den teuren Sachen. Also ich habe zum Beispiel auf meinem Computer einen Ordner erstellt, der heißt dann Wishlist oder Warteliste oder Wunschliste und da kommt wirklich alles rauf, was mir so gefällt. Ja, also was so wirklich bei Instagram und so oder auch bei YouTube jemand stellt eine Tasche vor und ich sage, wow, das ist richtig schön. Da kommt alles ungefiltert mal da rein. Weil es ist ja meistens so, dann lasse ich das mal da und dann schaue ich es mir die nächsten Wochen nochmal an und dann kommt wieder mal was weg, wie es halt meistens so ist. Ja, dann ist es doch nicht so toll, diese Tasche oder wie auch immer. Und die ändert sich meistens. Also dieser Ordner wird immer wieder umgekrempelt und wenn ich dann merke, dass mir das oder das nicht aus dem Kopf geht und es gefällt mir nach einem halben Jahr, nach einem Jahr immer noch, dann überlege ich mir so, wie mache ich das, wie kaufe ich mir das? Also wo muss ich sparen, dass ich mir das irgendwie zusammenspare und auch kaufe? Weil diese Spontankäufe, ja, rate ich mich davon ab. Also nicht nur im günstigen Bereich, sondern auch vor allem im teuren Bereich. Also ich würde nie bei Revito reingehen und mir eine Tasche spontan kaufen. Sowas mache ich nicht, weil nein, nein, also das würde mir nie einfallen. Also vor allem bei Taschen, also vor allem bei teuren Sachen, muss man sich schon zwei, dreimal überlegen. Und deshalb macht es wirklich Sinn, die Sachen einfach mal da zu deponieren und immer wieder dran zu gehen und es zu verändern. Weil dann bleiben nur mal die Sachen übrig, die man wirklich haben möchte. Aber meistens sieht man es und denkt sich, ja, das hätte ich ganz gerne. Aber da dann zu kaufen, das rate ich wirklich ab. Also irgendwo sieht man mal an einem Instagram, an einer YouTuberin sieht man mal irgendetwas, was einem gefällt und das ist auch schön und gut, aber da muss man es mal irgendwo sacken lassen, ja, und einfach immer wieder einfach hinschauen und sagen, gefällt es mir immer noch oder war es nur so, ja, einfach so eine Idee, dass ich mir das kaufen könnte. Ja, ich glaube, wir sind durch. Ach, und letzten Tipp, den ich euch noch geben möchte, was Sparen anbelangt oder einfach sich ein bisschen zu durchleuchten und zu hinterfragen. Ich habe mir mittlerweile so ein Buch gekauft, wo ich wirklich jeden Monat eintrage, was ich so ausgebe. Also es ist nicht Lebensmittel, so Dinge, die man wirklich braucht, sondern Sachen, die man eben nicht wirklich braucht. Das ist dann bei Amazon was zu bestellen oder Zalando oder auch bei diesen ganzen Modeketten. Ich schreibe mir dann wirklich ganz wahrheitsgetreu. Also ich flunkere da nicht.
wirklich alles genau auf, was ich kaufe. Ich hatte dann auch Zalando, eine Hose für 30 Euro. Also ich versuche das wirklich aufzustapeln und ehrlich dazu mir selber zu sein. Und das hilft mir dann auch mal zu sagen, so, jetzt hast du da 5 Sachen stehen, jetzt ist aber auch Schluss für diesen Monat. Und auch, um mich ein bisschen zu überprüfen, was ich alles so kaufe. Ja, weil meistens weiß man am Ende vom Monat ja gar nicht, was man gekauft hat. Also einfach da ein bisschen, ja, zu schauen, einfach ein bisschen zu beobachten, wie ist das eigene Kaufverhalten. Ja, das wäre es eigentlich auch schon mit den Tipps. Vielleicht hilft dir der eine oder anderen oder wie ist es bei euch? Habt ihr da auch Erfahrung gemacht? Oder was hilft euch persönlich, wenn ihr daran denkt, ja, ist euer Kleiderschrank voll oder auch nur nach Farben sortiert oder wie auch immer? Ja, ich werde versuchen, im nächsten Video habe ich mir gedacht, ich mache so eine Art Haul. Ich wurde schon des Öfteren darauf angesprochen, wie ich es machen könnte. Ja, ich versuche es. Mal schauen, ob es gelingt. Ich habe mir einfach gedacht, ich zeige euch so ein bisschen meine Shopping-Ausbeute, was ich so kaufe, wo ich es kaufe, wo ich sehr gerne einkaufen gehe und versuche das zu machen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.